Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 20. August 2023. Ist Gott mit mir? Botschaft von Gott. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Der Aufstieg geschieht, während deine Füße diesen Erdboden berühren und ereignet sich mitten in den alltäglichen Verrichtungen. Niemand wird dich abholen und an den Ort der Glückseligkeit bringen, sondern du selbst bist es, der jene Räume des Bewusstseins betreten wird, in denen dich die Glückseligkeit erwartet. Ist Gott mit mir? Das Leben ist ein Abenteuer. Die Wogen glätten sich, der Himmel klärt auf und Ruhe kehrt ein in deiner Seele. Nach einem bestandenen Abenteuer geht das Leben auf der nächsten Ebene weiter. Die erworbenen Lektionen werden integriert und Neues wird in Angriff genommen. So gestaltet sich ein Menschenleben, denn ein Menschenleben ist vor allem eines, ein Abenteuer. So sorge dich nicht, wenn es stürmt, wenn sich der Himmel über dir verdunkelt, wenn es kein Weiterkommen gibt und wenn es scheint, als gäbe es keinen Ausweg mehr. Schwierige Situationen zu meistern heißt, mit der notwendigen Geduld auf die Lösung zu warten und diese durch Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen zu ermöglichen. Gib niemals auf. Vor allem am spirituellen Pfad ist das keine Option. Richte dich immer ganz auf Gott aus. Bringe seine Gnade in dein Leben, indem du mit Sehnsucht in deinem Herzen täglich nach Gott verlangst. Wie die Zeiten auch sein mögen, ob gut oder weniger erquicklich, verlasse dich immer auf Gott, und du wirst am Ende das Tor für Wunder weit aufstoßen. Warte niemals auf schwierige Stunden, um mit Gott in Beziehung zu treten. Sei frei und unumwunden, Gott im alltäglichen Leben ins Zentrum zu stellen. Der Aufstieg. Diese Zeit handelt vom Aufstieg der Menschheit in die fünfte Dimension. Ist dies ein Ort, eine Ebene des Seins, ein Bereich, auf den du gebeamt wirst? Geliebter Mensch, es ist der Bereich deines Bewusstseins, den es zu entdecken gilt. Denn der Aufstieg geschieht, während deine Füße diesen Erdboden berühren und ereignet sich mitten in den alltäglichen Verrichtungen. Niemand wird dich abholen und an den Ort der Glückseligkeit bringen, sondern du selbst bist es, der jene Räume des Bewusstseins betreten wird, in denen dich die Glückseligkeit erwartet. Viele Menschen warten auf den Wandel, warten auf den Umbruch, warten auf die Zeichen des Himmels und sie warten auf den Eingriff der Mächte des Himmels. Viele Menschen geben die Eigenverantwortung ab und lassen sich von Berichten darüber, dass lichtvolle Mächte für den Aufstieg sorgen werden, einschläfern. Ich sage dir, ohne deine aktive Mitgestaltung und ohne deine Bewusstseinsarbeit gibt es für dich keinen Aufstieg, nirgendwohin. Es liegt an dir, und so du dich entscheidest, alles mit Gott zu erlangen und alles durch Gott zu sein, dann bist du am direkten Aufstiegspfad, dem Weg ohne Wiederkehr. Dies ist das einzig lohnenswerte Ziel jener Menschen, die vom alten Spiel gesättigt sind und neue Spiele nicht mehr in Erwägung ziehen. Die einzige Frage: Bist du von dieser Beschaffenheit, dann kümmert dich der Aufstieg nicht, denn deine einzige Sorge ist Gott mit mir?
Wer tief in diese Wirklichkeit eintaucht, wird mit Gewissheit belohnt und mit Vertrauen gestärkt. Wer sich wirklich auf Gott einlässt, der hat nur eine Frage: Ist Gott mit mir? Ich sage dir, Gott ist immer mit dir und ist dir dann am nächsten, wenn sich der Himmel eintrübt und wenn ein neuer Sturm heraufzieht. Im Herzen trägst du Gott, in der Seele nährt dich Gott und dein Geist wird erleuchtet von Gott. Was gibt es mehr in einem Menschenleben, als Gott für sich entdeckt zu haben? Dann hast du Zutritt zu allen Räumen deines Bewusstseins. Dann hebst du dich heraus aus den Begrenzungen, denen ein Mensch, dem diese Türen verschlossen bleiben, zeitlebens unterworfen ist. Mit Gott glückt dir das Leben. Mit Gott ist alles möglich. Mit Gott besitzt du alles. In unendlicher Liebe, Gott. 4 lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.